Tag, Freunde, und willkommen zu Part 3 von, ich meine von Part 4 von The Evil Within. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und ich habe mich schon mal etwas, also wir sind weiter hinten stehen geblieben, aber ich habe mich etwas vorgeschlichen. Und irgendwo waren hier doch die Leichen, die dann aufgestanden sind. Genau, die zwei. Ich kann die nicht anzünden, hä? Aber ich weiß, dass sie lebendig werden, wenn ich da an dran gehe. Frag mich, ob es sich ausgeht, wenn ich mich beeile. Probieren wir es mal aus. Muss schnell sein. So, da sind sie. Nee, geht sich nicht aus. Super. Ich bin fast tot. Kann ich hier eine Falle platzieren? Ich war in Taekwondo. Ich kann Karate. Ich habe Judo studiert. Ich habe Jackie Chan gesehen. Tausendmal. Und ich habe auch Karate Kid gesehen. Also ich bin ein Karate-Profi, wenn man so, so sagen möchte. Und trotzdem haben wir verloren. Mann, die kann man nicht töten. Man braucht Waffen dafür. Wir haben keine Munition. Gut, jetzt bin ich in einer Zwickmühle. Jetzt müsste ich mein Gehirn anstrengen, aber ich habe leider keins. Wenn ich schon ab da verzweifelt, dann frage ich mich, was im späteren Verlauf ist. Mann, das kann doch nicht so schwer sein. Wir können das nicht rechtzeitig tun, weil wenn wir loslassen, fliegt das sofort runter. Wir können nie im Leben so schnell dort unten durch. Wenn wir etwas länger da bleiben, greifen die uns an und schlagen uns. Wir können die leider nicht töten, weil wir die nicht anzünden können. Wir haben keine Munition, um sie zu erschießen. Und unsere Schläge, wir müssen 200 Mal draufschlagen und bis wir das mal erledigt haben, sind wir schon längst 1000 Mal gestorben. Also frage ich mich, was wir tun müssen. Also ehrlich, ich suche jetzt hier ein bisschen. Vielleicht liegt hier ja irgendwo etwas. Ein Streichholz, eine Kugel. Und falls ihr ein Bellen hört, ignoriert das, das ist mein Hund. Der wahrscheinlich auch schon aggressiv ist, weil ich das nicht schaffe. Denkt sich, Mann, wie dumm bist du? Können wir irgendwas basteln mit dem? Wo war das nochmal? Hier war das, oder? Ne, hier, genau. Mal schauen. Revolver. Information, Schnellzugriff. Tun wir mal den Revolver nach rechts. Munition. Streichholz haben wir 0. Okay, wir haben einen Schlüssel. Munition können wir uns leider nicht basteln. Mach nicht so viel Lärm. Überlegen wir, ob wir das lassen. Aber ich weiß nicht, wenn da dann ein Monster dagegen rennt und stirbt, macht das dann nicht Lärm und tut die anderen alarmieren? Ich möchte nicht gegen noch mehr kämpfen. Okay, hier ist auch noch eine Falle. Wenn wir den rauslocken, stirbt er. Er wird alarmiert, wir locken ihn hierher. Dann stirbt er durch die Falle. Dann haben wir trotzdem noch immer das Problem mit den zwei. Ist es? Ja, wir sind klein genug. Oh Gott sei Dank.
Ich höre ihn, aber sehen durch ihn nicht. Wo ist er? Hier drin ist er. Warte, er kommt raus. Warten wir. Er hat die ganze Zeit das Licht an. Aber ich möchte hier um die Ecke schauen. Kommt er raus? Dreh dich um, bitte. Bitte, danke. Danke. Stirb! Yes! Den hätten wir schon mal erledigt. Ist wie in Assassin's Creed. Oh, da ist sogar was. Aber Munition gibt's hier nicht. Schade. Ich habe Angst, darüber zu rennen, dass ich mich verbrenne. Okay, aber einen hätten wir schon mal erledigt. Sagen, gute Arbeit von mir. Hier ist der zweite. Okay, hier ist der zweite. Aufpassen auf dein Köpfchen. Warte kurz. So, entschuldige Freunde, mein Bruder war kurz drinnen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau. Wir wollten ihn ja erledigen, bevor mein Bruder reingekommen ist. Hat uns gesehen? Nee. Na? Sagen. Good job an mich selbst. Jetzt habe ich trotzdem noch immer ein Problem mit den beiden Typen. Kommt zu euch her, wenn ihr euch traut, hä? Huh? Ja, komm rein. Genau. Dachte ich mir schon, was überlebt er das? Autsch. Also es sieht so aus, als ob er gehen will, aber nicht kann. Cool, ich habe ihn geglitscht. Oh, komm schon. Yeah. Bitch. Gott sei Dank haben wir das. War doch nicht so schwer, als ich dachte. Ein bisschen Gehirn anstrengen und es geht schon. Zum Glück hat er eine Munition verloren. Oh, endlich, wir sind weiter. Okay, wir haben uns wieder regeneriert anscheinend. Ja, ein bisschen. Ich weiß nicht, wie viel wir hatten, bevor wir angeschlagen wurden. Okay, aber jetzt geht wieder das Schleichen los, weil ich gerade ein Monster gehört habe. Wir haben eine Kugel, das ist nicht viel. Ah, da sind sie. Ich möchte die nicht stören, ich möchte hier reinschauen. Vielleicht ist der ja was Schönes. Für mich? Ist da was? Ah, okay. Punkte. Wir gehen an der Mauer entlang, weil sie uns da hoffentlich nicht sehen werden. Mit Betonung auf hoffentlich. Oh mein Gott. Psst.
nicht so laut. Gut so. Lasst euch bloß nicht stören. Genau. Ich bin nur ein Käfer, der nicht weiß, wo lang er jetzt gehen muss. Weil da gerade irgendein Monster war. Können wir den töten? So viele Grashalme. Sieh, komm was. Doch, der ist alleine. Den könnten wir von hinten töten. Lauf. Scheiße, nichts wie weg von hier. Lauf. Super. Unsere einzige Kugel und wir treffen nicht. Komm Energie, komm Energie, komm Energie. Lass mich rein. Ich brauche Hilfe. Wow. Richtig cooler Boy. Was, woher hast du Munition? Du darfst nicht vergessen. Kapitel 2 überlebt. Cool. Wir haben Kapitel 2 überlebt. Yeah. Gut, speichern wir. Neuer Speicherplatz. Kapitel 3, die Klauen der Horde. Sehen wir als nächstes, okay. Ja, yeah, geschafft. Okay, nächstes Kapitel. Nahkampfangriffe dienen in erster Linie der Verteidigung und sollten nur im Notfall benutzt werden. Ja, ich habe gemerkt. Mit Nahkampf können wir nicht wirklich viel anrichten. Außer vielleicht die Gegner kurz wegschlagen und wegrennen. Von hinten töten ist wirksam. Haben wir die Horde doch irgendwie überlebt. Aber jetzt haben wir keine Kugel mehr, ne? Weil ich die letzte verschossen habe. Einfach weil ich Panik hatte. Okay. Keine Munition. Frag mich noch, was wir damit machen können. Mit diesen Bolzen. Eine Heilung. Okay, können wir das Buch lesen? Ne, können wir nicht. Ah, Munition. Zwei Kugeln. Okay, zwei Kugeln sind nicht viel, aber besser als keine. Damit können wir immerhin schon eins, vielleicht, wenn wir Glück haben, zwei Monster töten. Gut, jetzt haben wir vier. Nachladen, du Idiot. A4 tut man nachladen. Was ist da? Okay, Punkte. Hallo? Ist da jemand? Ah, die sind da oben. Ich dachte mir schon. Na gut, Freunde, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Wir haben den Ärger überstanden, aber ich glaube, wir kommen jetzt zum nächsten Ärger, weil hier oben sind ja doch Monster. Und ich glaube, wir müssen jetzt hoch.
Aber das sehen wir im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Entschuldige die kurze Störung. Hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Euer Shadow, bis zur nächsten Folge. Ciao, Freunde.